stellen wir nun die Gigabit Ethernet Standards auf Basis der Bitübertragungsschicht gegenüber. 1000Base SX und 1000Base LX verwenden Glasfaserkabel, während 1000Base T und 1000Base CX auf Kupferkabel basieren. Bei der 1000Base SX Variante wird Multimode Glasfaserkabel verwendet für eine maximale Distanz von 550 Metern. Bei der 1000Base LX Variante wird Monomode Glasfaserkabel verwendet, mit dem Daten je nach Qualität des Kabels bis zu 40 Kilometern und weiter ohne Signalverstärkung übertragen werden können. 1000Base T verwendet alle 8 Adern eines Twisted Pair Kabels. 1000Base CX verwendet eine spezielle Kabelform, das TwinX-Kabel, welches aus 2 verteilten Kupferadern besteht. Auch die Steckerform ist sehr speziell und wird heute, schon allein wegen der maximalen Distanz von 25 Metern, kaum noch verwendet.